König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist Stella und bei mir ist einerseits der großartige Hendrian. Hallo Hendrian. Hallöchen. Außerdem der wunderbare Jonas. Hallo Jonas. Hallo Stella. Und der großartige Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Ja, wir sind König, Bube, Dame, Gast und wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um weiterzumachen mit der Kurzgeschichtensammlung Das Kabinett des Todes. Heute mit den drei Geschichten Das Gefühl, das man nur auf Französisch ausdrücken kann, 1408 und Glücksbringer. Ja, haben wir hier wieder eine zeitliche Einordnung oder ist das bei Kurzgeschichtensammlungen nur für die einzelnen Geschichten? Ja, also ich habe ja in den letzten Folgen schon so ein bisschen was über das Buch und über Hörbücher und über eine andere Sammlung erzählt. Und jetzt will ich in dieser vierten Folge über eine weitere Sammlung erzählen. Denn einige dieser Geschichten sind bereits vorab erschienen. Und zwar in der Sammlung Blut und Rauch. Im Original Blood and Smoke aus dem Jahr 1999. Die Geschichten sind Im Kabinett des Todes und Lunch im Goffen Café und was wir heute besprechen werden, auch 1408. Und diese Geschichten haben ja auch mit Rauchen zu tun. Mhm. Und deswegen ist das hier auch so zusammengefügt worden. Und es war tatsächlich so, dass vor allem im Kabinett des Todes in 1408 hier als Originalausgabe veröffentlicht wurde. Das heißt, lange bevor es das Buch gab, gab es das als Hörbuch. Ja. Und das ist auch im Jahr 2000 in Deutschland erschienen, gelesen von Ulrich Bleitgen, damals noch auf 4 CDs oder 3 MCs. Ja, das sieht man hier, ist echt lange her. Und das Originalhörbuch in den USA wurde von King selbst gelesen. Okay. Ja, und dann fangen wir mal an mit dieses Gefühl, das man nur auf Französisch ausdrücken kann. Das ist eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1998 und sie hat den langen englischen Titel That Feeling You Can Only Say What It Is in French. Oh Gott. Ein Zungenbrecher. Ja, im Französischen, ich versuche jetzt nicht den französischen Titel vorzulesen, aber übersetzt heißt es, dieses Gefühl, das nur im Französischen einen Namen hat, wurde zum ersten Mal im Magazin The New Yorker 1998 veröffentlicht. Und ja, hier hat King eine Thematik, die er öfter in seinen Werken anschlägt, nämlich die Hölle besteht aus Wiederholungen. Und mal sehen, ob die Hölle für uns auch aus Wiederholungen besteht. Wir hatten ja auch schon öfter das. Jonas, woraus besteht diese Hölle? Carol ist nach 25 Jahren Ehe zusammen mit ihrem Mann auf dem Weg in die zweiten Flitterwochen. Nach der Landung mit dem Privatjet geht es mit dem Mietwagen weiter in Richtung des endgültigen Ziels. Auf dem Weg dorthin hat sie immer wieder Déjà-vus und Erinnerungen an ihre katholisch geprägte Kindheit und auch eine Abtreibung, die sie hat durchführen lassen, als sie frisch verheiratet war und die zwei in ziemlich schlechten Verhältnissen gelebt haben. Irgendwann hat sie dann eine seltsame schwarze Masse im Haar und ihr Mann hat ein furchtbar entstelltes Gesicht mit einer geschmolzenen Brille darin und ein Auge quillt raus. Und dann wacht sie wieder im Flugzeug auf und die Geschichte beginnt von vorn. Und nochmal und nochmal und nochmal. Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja, wie fandet ihr denn diese Geschichte so generell? Also ich muss sagen, ich fand die wahnsinnig anstrengend zu lesen, aber das soll ja genau so sein. Von daher fand ich es gut getroffen. Ja, das beschreibt es ziemlich gut. Es ist halt unheimlich langatmig auch in quasi einem Zyklus, kommt es einem so vor, als ob sich ständig alles wiederholt. Das, ich glaube, da kommt jetzt das und das und das als Déjà-vu und dann kommt es auch fast genauso. Und dann denkt man wieder an irgendwas und es kommt fast genauso. Und ja. Sehr langatmig, aber halt gewollt.
Ich weiß nicht, ob es das besser macht, aber ja. Na, ich bin mir nicht sicher, ob es das besser macht. Also es ist echt anstrengend. Ich meine, ja, es geht halt um diese ewigen Wiederholungen und die Idee ist eigentlich auch ziemlich cool. Aber die Umsetzung hat mir da doch so einiges an Spaß geraubt. Hm, Hendrian, wie ging es dir damit? Ganz anders. Ich fand die Geschichte wunderbar. Ich fand auch die Wiederholung nicht langatmig oder schwer, weil sie immer so ein kleines bisschen abweichen von dem, was sie sich als Déjà-vu vorstellt. Mhm. Und entsprechend hatte ich sehr viel Spaß an der Geschichte. Ich finde tatsächlich diese, was du sagst, dass da immer so ein kleiner Informationsbrocken dazukommt in jeder Runde. Das fand ich ziemlich cool, weil ich das zum Beispiel kenne aus Träumen. Wenn ich Albträume habe, sind die bei mir ganz häufig so aufgebaut, dass ich erst Element A träume, dann Element A und B, dann Element A, B und C und so weiter und so fort. Dass ich quasi immer diese Endlosschleife fortführt, aber eben immer ein Element dazukommt. Und das hat mich daran sehr, sehr erinnert. Deswegen kann ich dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz fand ich es anstrengend zu lesen. Aber ich finde das gut, dass es anstrengend ist, weil ich soll ja die Hölle sein. Das wäre also doof, wenn das für uns nicht nervig wäre. Ja, aber muss es ausgerechnet für uns die Hölle sein? Was ich auch tatsächlich sehr hübsch fand, ist diese Beschreibung dieser Ehe. Und das ist eben immer so diese... Es ist eigentlich alles ganz okay, aber eben, sie beschreibt immer wieder diese winzig kleinen Elemente, die sie mittlerweile an ihrem Mann abstoßend findet und nervig und doof. Und das hat mir auch gefallen, weil ich glaube, die Hölle ist eben nicht dieser Punkt, dass der dann irgendwann mit geschmolzenen Augen vor ihr sitzt und geschmolzener Brille, sondern der Punkt, der es zur Hölle macht, ist, dass du diese unangenehmen Nicklichkeiten in deinem Leben immer wieder nachspielen musst. Ja, und mich hat das so ein bisschen dran erinnert, ich glaube, die Griechen waren das, für die die Hölle die Langeweile war, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Griechen waren, aber ich kenne das Konzept auch, ja. Und das hat mich daran ziemlich erinnert. Ja, durchaus. Aber... Wie steht ihr denn zu diesem Ende? Ende ist es ja nicht. Also zu diesem Moment, wo sie eben diese Haarfragmente, diese Asche in den Haaren findet und ihren Mann anguckt und der ist so entstellt. Für mich hätte es diesen Moment gar nicht gebraucht. Klar, das ist der Punkt, an dem es eben anfängt, sich zu wiederholen und zurückzuspringen. Aber also für mich wäre als Hölle hätte es gereicht, diese unangenehmen Kleinigkeiten immer wieder zu wiederholen. Ja, immer wieder die Autofahrt hätte gereicht. Immer wieder diese langweilige Autofahrt und vielleicht immer noch eine Erinnerung mehr an irgendeine Scheiße, die passiert ist. Ja, das wäre vielleicht auch besser gewesen, weil so hat es mehr so einen Albtraumcharakter. Ja, genau. Ja, ja. Wobei, ja, du hast eben ja gesagt, also ich verstehe das schon, also man kennt diese Hölle ja, ich nenne sie Arbeitstag, wenn immer so diese Kleinigkeiten sich immer wiederholen und immer wieder derselbe Scheiß und das zermürbt einen und das fehlt mir hier, also es fehlt nicht, aber es ist nicht so gut rübergebracht, wie ich es gerne hätte, so muss ich das sagen. Naja, ich glaube, dieses Zermürben wird überdeckt durch diesen einen Horror-Schock-Moment. Das kann gut sein. Das ist dieses Hochschrecken aus dem Albtraum. So kommt mir dieser Moment vor. Genau. Und dann zu merken, dass man immer noch träumt. Wie steht ihr denn zu dieser Theorie, dass, also sie unterhält sich ja mit ihrem Mann irgendwann im Laufe ihrer Ehe, nicht auf dieser Fahrt, sondern im Laufe dieser Ehe, und fragt ihn, was er glaubt, was nach dem Ende kommt. Und er hat ja dann die Theorie, man bekommt genau das, was man erwartet. Jetzt ist sie sehr christlich geprägt und hat etwas getan, was in ihrer christlichen Prägung eine Tat ist, die Hölle rechtfertigt. Und demzufolge kriegt sie eben genau das. Sie kriegt die erwartete Hölle, weil sie eben davon ausgeht, dass sie die bekommen muss.
Und eben, ja, warum bekommt sie dann diese Wiederholung oder bekommen die alle? Ich glaube, die Hölle ist was sehr Individuelles. Also ich denke, dass das ganz speziell auf sie gemünzt ist, weil sie, das ist, was sie erwartet. Mhm. Also ich glaube, die Hölle bekommt sie, weil sie als Katholikin denkt, sie muss da rein wegen der Abtreibung. Genau. Und dass es die Wiederholungen sind, glaube ich, weil Wiederholungen für King die Hölle sind. Das wollte ich wissen. Das genau ist der Punkt. Ist in Kings Wahrnehmung dieses Konzept der Wiederholung eben immer so? Oder ist die, weil mir wurde das hier nicht etabliert, warum für sie speziell jetzt die Wiederholung die Hölle sein soll? Nee, das sehe ich auch nicht. Ich glaube, das ist halt Kings Vorstellung. Genau. Und deswegen ist die einzige, die er glaubhaft rüberbringen kann. Okay. Also, wir hatten das in Sturm des Jahrhunderts auch schon. Mhm. Da wird auch erwähnt, dass, wer war es, dass seine Mutter verflucht ihn ja wegen den Prostituierten, mit denen er zusammen war. Mhm. Und in der Hölle werden sie ihm immer und immer wieder die Augen aus dem Kopf fressen, weil die Hölle ist Wiederholung. Genau. Und da hatten wir das schon. Es wird das Konzept auch in späteren Büchern auch mal immer wieder auftauchen. Inhaltlich noch irgendwelche Ergänzungen? Nee, ich habe keine mehr. Symbolik würde ich euch hier eigentlich auch gerne erzählen wollen, ich muss aber ehrlich sein, so richtig kommt bei mir nichts rum. Wir haben hier dieses klassische Spiel eben mit Verdammnis und Predigern und du kannst so viele Dinge richtig machen und das eine, was du falsch machst, bricht dir halt das Genick. All diese Dinge, wir haben auch diesen Punkt, ein reicher Mann wird ins Himmelreich schwerer gelangen als ein Kamel durchs Nadelöhr oder so. Dass sie halt jetzt doch ja eben einen gewissen Reichtum erlangt hat und damit vielleicht eben ihre Strafe halt eher absitzen muss, als wenn sie arm geblieben wäre und in Anführungsstrichen dieses Kind dann unter erbärmlichen Umständen großgezogen hätte. Das fand ich auch nochmal einen ganz netten Punkt darin. Aber so richtig auf einer richtigen Symbolebene kann ich hier nicht viel dazu sagen. Querverbindungen, Flo, hatten wir ja gerade schon mit Sturm des Jahrhunderts. Fällt dir hier noch was ein? Naja, eine ganz offensichtliche K ist ein Rad. Aber da kommen wir später zu. Ja, stimmt. Ja, die habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber du hast selbstverständlich recht. Genau, und dieses Thema mit den Autofahrten, das haben wir ja ganz oft, so Autofahrten mit nervigen Partner. Das hatten wir zum Beispiel bei dieser Kurzgeschichte, wo die in dieses Rock'n'Roll-Dorf kommen. Das hat mich auch da so ein bisschen dran erinnert. Ja, auch bei Kinder des Mais schon. Stimmt, genau. Das fängt ja auch schon so an. Es ist ja auch eigentlich ganz klassisch, gerade für Horrorgeschichten, dass sich zwei streiten und dann irgendwo in eine Gefahr kommen, ja, die sie wahrscheinlich meistens beide nicht überleben. Genau, mhm. Gut. Wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen? Ich hätte noch ein Mädchen in einem scharlachroten Kleid. Oder? Habe ich mich da verlesen? War es nicht nur rot? Ich glaube, es war nur rot. Oh. Aber ja. Bitte schneiden. Also ich will es jetzt nicht beschwören. Es kann auch scharlachrot gewesen sein, aber in meiner Wahrnehmung war es erstmal nur rot. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, Verwertungen? Das US-Hörbuch wie immer, aber ansonsten gibt es hier keine Verwertung. Okay. Habt ihr denn Zitate für diese Geschichte? Ich habe diesmal keins. Okay. Jo, Hendrian? Ich hatte bestimmt eins, aber ich find's gerade nicht. Okay. Flo? Leider nicht. Es gab gewöhnliche Wunder, es gab auch gewöhnliche Gespenster. Solche Dinge bekam man heraus, während man älter wurde. Gut. Wie würdet ihr diese Geschichte denn bewerten? Ich würde sagen, Flo, fang du mal an. Es ist gar nicht so einfach, diese Geschichte zu bewerten, weil ich die Idee eigentlich ziemlich cool finde, aber wie gesagt, die Ausführung ist sehr anstrengend. Immerhin, und das mochte ich, diese Déjà-vus oder diese Vorahnungen treten ja nur selten wirklich ein oder meistens leicht verändert. Fand ich einen coolen Kniff. Aber so richtig gepackt hat sie mich nicht. Ich gebe 11 Punkte. Okay.
Hendrian, du meintest, die hat dir gut gefallen. Wie viel würdest du geben? Ich gebe 13. Okay. Ich komme ein bisschen im Mittelfeld raus. Ich würde 8 von 19 Punkten geben. Sie hat mich nicht genervt. Sie war zwar anstrengend, aber wie gesagt, ich halte das für Absicht und fand das als Stilmittel eingesetzt auch gar nicht so verkehrt. Aber es ist halt nichtsdestotrotz nichts, was jetzt sonderlich in Erinnerung bleibt. Und lustigerweise, in der E-Book-Fassung, die ich hatte, war diese Geschichte nur mit 4 Fragezeichen versehen. Die waren in meinem Buch gar nicht drin. Und das fand ich mit dem Titel, dieses Gefühl, dass man nur auf Französisch ausdrücken kann, doch ein bisschen lustig. War kein Muttersprachler. Gut, habe ich jetzt alle mit der Bewertung oder fehlt noch jemand? Ich Jonas. Fehle noch. Oh, Jonas. Ja, ich fand's eigentlich ganz okay. Andererseits war es ein, glaube ich zumindest rauszulesen, ein schlecht verhohlenes Bashing der Katholiken und ja, guckt doch, ihr macht euch eure Hölle selbst. Ja, und dafür war es dann nicht gut genug. Ich gebe 8 Punkte auch. Okay. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen habt, würde ich sagen, sind wir mit dieser Geschichte durch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Geschichte 1408. Im Englischen 1408. Die Geschichte ist, wie schon erwähnt, bereits 3 Jahre vor der Buchausgabe in dem Hörbuch Blood and Smoke erschienen. Und diese Geschichte ist in Auszügen auch bereits im Sachbuch Das Leben und das Schreiben erschienen. Da hat King so angefangen, eine Geschichte zu schreiben, um zu zeigen, wie er Geschichten schreibt. Und es hat ihm so gefallen, diese ersten Seiten, dass er, ja, dass er sie weitergeschrieben hat und dann veröffentlicht hat. Mhm. Ja, Jonas, was ist denn 1408? Der Reporter Mike Enslin will für sein neues Buch Eine Nacht in dem Spukzimmer 1408 eines New Yorker Hotels verbringen. Dort haben inklusive des ersten Gastes 12 Menschen Selbstmord begangen und mindestens weitere 30 Personen sind dort gestorben, bis das Zimmer dann ab 1978 nicht mehr vergeben wurde. Trotz guten Zuredens des Hoteldirektors lässt er auch nicht davon ab. In dem Zimmer wird er dann auch schnell selbst fast wahnsinnig und kann sich nur dadurch wieder in das Hier und Jetzt retten, indem er sein Hemd anzündet. Und durch das Feuer kommt er einigermaßen wieder zu Verstand und kann sich auf den Flur retten, wo er dann von einem anderen Gast mit einem Eimer Eis gelöscht wird. Okay, vielen Dank. Ja, und hier kommen wir persönlich zu einer meiner Lieblingsgeschichten aus dieser Sammlung. Ich finde diese Geschichte fantastisch und ich kann euch jetzt an der Stelle gleich erzählen. 1408 war einer der ersten Kontaktpunkte, die ich intensiver mit King hatte. Ja, mein erstes Buch war The Stand. Aber von 1408 habe ich diese wunderbare Hörbuchfassung bekommen. Und King schreibt in seinem eigenen Vor- bzw. Nachwort zu dieser Geschichte: Jedenfalls jagte mir diese Geschichte, während ich daran schrieb, Angst ein. Sie erschien zuerst in einem Audiobuch mit dem Titel Blut und Rauch. Und als ich sie zum ersten Mal hörte, jagte sie mir noch mehr Angst ein. Sie jagte mir eine Heidenangst ein. Und ich muss an der Stelle bestätigen, ja, diese Hörbuchfassung ist so unglaublich gut, dass das eine der besten Hörbuchfassungen ist, die zumindest im King-Kontext jemals produziert worden ist. Weil diese ganze Klaustrophobie und diese ganze Merkwürdigkeit, die wird da so gut rübergebracht, die kann ich jedem ans Herz legen. Kann ich nicht widersprechen. Es ist wirklich eine sehr gute Umsetzung. Und man würde sich fast wünschen, dass nicht immer David Nathan nur King-Bücher liest. Wie geht's euch denn mit dieser Geschichte? Hat die, wie gesagt, ich bin vorgeprägt, weil ich sie halt mit dem Hintergedanken gelesen habe, wie diese Hörbuchfassung damals war. Ich bin also nicht ganz objektiv. Wie ging's euch denn? Ja, die war köstlich. Die hat wirklich Spaß gemacht. Also die Beschreibung des Zimmers selber, als er dann drin ist, also das Verhalten des Zimmers, hat mich ein bisschen an, wie hieß die Geschichte, das Floß, mit diesem Ölfleck, der alles aufrisst, erinnert.
von der Art, wie es geschrieben ist, das hat sofort Bilder und Filme im Kopf gemacht. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Mhm. Jonas? Dem kann ich mich ziemlich anschließen. Ich fand schon bei Das Leben und das Schreiben diesen Ausschnitt ziemlich gut und wollte eigentlich wissen, wie es weitergeht. Deswegen war ich jetzt sehr froh, das weiterzulesen, und es hat gehalten, was der Anfang versprochen hat. Okay. Ja, ich sehe das genauso. Also es ist für mich eins der Highlights der Sammlung und auf jeden Fall auch das Highlight der heutigen Folge. Ja, das definitiv. Ich mochte vor allem auch sehr, dass wir hier eben nicht diesen klassischen Moment haben, der Hoteldirektor, der hier voll Geld macht, weil er Bekloppte ausnehmen will, die an Geistergeschichten glauben, sondern dass hier wirklich dieser Reporter oder was auch immer er ist oder Autor sich da randrängelt und mit Androhung von Rechtsmitteln sich auch nicht davon abhalten lässt, dahin zu gehen. Und ich mochte das wirklich sehr, auch diese Interaktion zwischen diesen beiden, zwischen dem Hotelangestellten und dem Autoren. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das war tatsächlich mal, die Figur des Hotelchefs war total anders, als man sie so in dem Kontext erwartet. Der hat sich die Bücher von diesem Autor geholt, der hat die gelesen, der hat Bescheid gewusst, was ihn da erwartet. Das war nicht jemand, der schnell Geld machen will, das war nicht jemand, der ihn abwimmeln will, obwohl er ihn natürlich abwimmeln will. das war echt eine Figur, die hatte Nuancen. Genau. Und das, für so eine kleine Geschichte ist das schon mal ziemlich cool. Und was ich auch sehr hübsch fand, der Hotelchef ist dann auch komplett anders, als ich ihn mir im ersten Moment vorgestellt habe, aufgrund der Beschreibung. Da habe ich mir ein bisschen an der Nase herumgeführt vorgekommen, aber sehr schön. Und ich... Jonas? Wie hast du ihn dir denn vorgestellt? Aufgrund dessen, wie der Protagonist in diese, ich sag mal, Vorhalle reinkommt und ne, mit diesen anderen Gästen, der blonden Frau im schwarzen Kleid und sowas, hätte ich ihn mir wirklich als geldgeilen Kerl vorgestellt, der vielleicht ein Hühnchen zu rupfen hat mit dem Autoren oder sowas. Aber nicht so. Mhm. Nicht so besorgt und nicht mal besorgt um den Ruf seines Hotels, sondern besorgt um den Gast. So ehrlich, nicht so ehrlich. Richtig, genau. Und ja. vor allem fand ich das gut, dass man gemerkt hat, also nachdem das dann so in dieses Gespräch kommt, dass er nicht nur ehrlich ist, sondern dass es ihm tatsächlich auch völlig egal ist, was andere Leute von ihm halten. In dem Moment, wo er diese Warnung aussprechen muss. Was mir auch sehr gut gefallen hat, und das macht für mich diese Geschichte aus. Ich finde aber tatsächlich, die kommt in der geschriebenen Version gar nicht mal so gut rüber. Ist diese ganze Klaustrophobie, die da mitkommt, wie dieses Zimmer durch diese Orange... Also ich habe mir dieses Zimmer orange vorgestellt. Nicht nur diese Bilder, die an der Wand hängen und so, sondern für mich war das ganze Zimmer in so ein orange gehalten und die Wände kommen immer näher und es wird gefühlt immer wärmer und so weiter. Das hat für mich voll funktioniert. Die ganze Beschreibung und diese Andeutung, das ist ja gar keine fertige Beschreibung. Aber das hat sich für mich in meinem Hirn zu einem kompletten Bild zusammengefügt. Bei mir war das Zimmer in Gedanken nikotingelb. Das ist lustig. Bei mir war es eher so dreckiges braunrot. Grün. Das sieht man, dass es echt eine geile Geschichte ist. Jeder von uns hat einen eigenen Film im Kopf. Ja, für mich hat das halt auch mit dem Orange voll Sinn gemacht, weil wir eben dieses Bild mit dieser Obstschale da haben und das sich quasi wie so ein Krebsgeschwür auf das ganze Zimmer ausbreitet, und dieses Orange assoziiere ich halt mit Wärme, mit Flammen. Und damit eben diese Hitze, die in diesem Zimmer immer mehr steigt, bis er sich halt anzündet. Ich habe das tatsächlich auch gar nicht das erste Mal so verstanden, als zündet er sich selbst an, um sich aus diesem Bann zu befreien.
sondern als fängt er einfach Feuer durch diese komprimierte Luft, durch diesen Hitzestau in diesem Zimmer, dass dann plötzlich alles für ihn anfängt zu brennen. Quasi so ein Fall von spontaner Selbstentzündung. Ja, ja, also bei mir stand die Farbe schon fest, bevor er im Zimmer war. Ich habe mir vorgestellt, wie da quasi immer rein gemacht wird oder sauber gemacht wird. Und es hatte grüne Tapete. Ich okay. weiß nicht warum, aber die hatte es halt. Das ist putzig, das finde ich gut. Was ich auch sehr genossen habe, wir haben ja diese Beschreibung von den Türen, die immer in unterschiedliche Richtungen abfällt und klemmt. Und ich muss sagen, dieses eine kleine Detail, das hat für mich die nicht-euklidische Geometrie aus dem Lovecraft-Universum viel besser zusammengefasst als jedes Buch vom Lovecraft-erweiterten Kreis, das ich bis jetzt gelesen habe. Ja, das ist irgendwie, das ist was, wo man sich reinversetzen kann. Genau. Die meisten Beschreibungen sind ja so abstrakt, nicht euklidisch. Ja, genau. Dass man damit eigentlich so gar nicht wirklich was anfangen kann. Aber wenn man ohnehin schon dieses Hotelzimmer im Kopf hat, dann ist dieses Detail so etwas, das einem, ja, das erscheint logisch, das kann man sich vorstellen, das kann man verstehen. Und das zeigt, dass die Geschichte einfach echt gut beschrieben ist. Mhm. Und ich habe schon überlegt, wir hatten das Thema auch schon öfter, Dela. Es gibt ja nicht viele so richtig gute so Geisterhausgeschichten oder sowas. Das hier ist für mich so eine. Ja, wobei es ja nicht raus ist, was das ist, was dieses Zimmer besetzt. Ja, das macht mir in dem Sinn auch nichts aus. Für mich ist das hier ein Geisterhaus innerhalb eines großen Hauses. Mhm. Was hat denn das Ganze für euch? Hat das irgendeine Motivation? Oder was glaubt ihr denn, was in diesem Zimmer fehlläuft? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ach, das ist ein Ort, an dem die Grenze zwischen den Welten dünner ist und deswegen... Das ist genau die Frage. Ja. Ist das für dich wie beim Buick? Ja, vielleicht ist es so. Ich meine, es wird hier nicht wirklich angedeutet, aber ich hatte so diese Erklärung in meinem Kopf. Es gibt Orte auf der Welt, wo die Grenze einfach dünner ist und es muss nicht mal etwas Böses sein, aber es ist einfach, es treibt die Menschen in den Wahnsinn, weil es was anderes ist. Aha. Hendrian, hast du dazu eine Hobby-Theorie? Ich kann es noch nicht so ganz greifen. Wie gesagt, das hat mich sehr an diesen Ölfleck erinnert, in das Floß. Das ist für mich war es einfach ein böses, hungriges Ding. Hm. Wobei, nein, das Böse möchte ich wegstreichen. Es hatte für mich immer was von einer Katze. Hm. Weil es quasi mit der Maus spielt in dem Zimmer. Ja, doch. So wie der Ölfleck ja auch irgendwie, ne, durch seine Farben ja auch mit seinen Opfern spielt und sie anlockt und. Naja, wobei das Zimmer ja aktiv nicht lockt eigentlich. Doch, als der brennende Mensch draußen ist und gelöscht wird, lockt es seinen Löscher ja an. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, stimmt, das ist, siehst du? Also ist es für mich auch wieder so ein Punkt, dass es dafür spricht, dass es sowas Ähnliches ist wie die Schwachstelle bei Glas. Die ja auch sinkt und Leute hinzieht und so. Ja, genau. Mhm, ja. Ja, okay, ja, doch. Oder beim Buick eben jetzt, den wir zuletzt hatten, wo es ja auch so lockt und ruft und so. Und diesen Gesangsaspekt haben wir irgendwie hier auch mit dem Zimmer, was summt, was ja auch so eine Art hypnotisches, betäubendes, lähmendes Summen ist. Ja. Wie steht ihr denn zu dieser Idee, dass wir sehr viel mit diesem Tonbandrekorder spielen? Denn das fand ich eigentlich auch eine ganz nette Idee, weil wir damit quasi einen unzuverlässigen Erzähler noch unzuverlässiger machen. Ja, machen wir ihn unzuverlässiger oder? Naja, lückenhafter halt dadurch. Und haben wir hier einen unzuverlässigen, weil es ist ja nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben. Nee, aber er ist ja auch nicht allwissend in dem Sinne.
Nee, das nicht. Das stimmt. Ich probiere es mal zu ordnen in meinem Kopf. Ich finde das Tonbandgerät super, weil der Mensch in dem Zimmer ja komplett in seinem Wahn ist und alles, was er berichten könnte, ja nur sehr subjektive Eindrücke wären. Insofern gibt das Tonbandgerät quasi nur diese bruchstückhafte Wahrheit wieder. Was für mich dieses, wie soll ich sagen, dieses Gefühl des Wahnsinns verstärkt hat in dem Zimmer. Weil es quasi die Realität raubt. Und das Einzige, was wir noch an Realität in Anführungszeichen haben, ist das, was auf dem Tonband ist. Weil es seine eigene Dimension oder Welt aufmacht, sozusagen. Naja, und ich finde auch die Idee halt ganz nett, was du gerade sagst, mit eigener Dimension. Dass das Tonband das Einzige ist, was von diesem, ich nenne es jetzt mal Wesen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es ein Wesen ist, aber von dieser Entität nicht manipuliert werden kann. Weil es ja keinen eigenen Wahrnehmungsapparat in dem eigentlichen Sinne hat. Wobei mich das ein bisschen gewundert hat, weil scheinbar macht das Zimmer ja sonst vor technischen Gegenständen nicht halt. Genau. Wenn es doch Handys zum Klingeln bringen kann und digital und rückwärts, warum kann es kein Magnetband ändern? Naja, oder zumindest entmagnetisieren. Es ist ja nicht gesagt, dass diese Pausen, die da auf diesem Tonband sind, dass er die aktiv herbeigeführt hat oder dass einfach die Entität das Tonband, so wie es wollte, an- und ausgeschalten hat. Das ist ja nicht raus. Ja, stimmt, naja, gut, das habe ich auch noch nicht bedacht. Das Konzept des Elektromagnetismus scheint dem Ding ja durchaus geläufig zu sein, sonst könntest du ja nicht telefonieren. Genau. Nee, warum? Aber ich meine, das ist ja nicht gesagt, dass es das nicht manipuliert. Es manipuliert halt nur nicht den Inhalt. Was ich schade finde, aber auch nicht verstehen kann, warum es das nicht tut. Hat es das denn nicht? Wissen wir das? Stimmt, auch wieder wahr. Berechtigte Frage. Ja, aber es kann ja wirklich alles verändern. Ich meine, hier haben wir auch wieder dieses Motiv der Bilder. Die am Anfang schief hängen, er hängt sie gerade und der Inhalt verändert sich. Ich hatte jetzt so ein kurzes Déjà-vu, um auf die letzte Geschichte zurückzukommen, zu das Bild. Vielleicht ist dieser ganze Raum ein Tor oder irgendwie was. Irgendwie ein anderer Ort. Und deswegen ist da nichts stabil, nichts ist sicher. Eine kleine Veränderung, das Bild gerade hängen und der komplette Raum ist wieder eigentlich ein anderer. Was ich viel schöner gefunden hätte, was mich ein bisschen ärgert, weil du gerade sagst, das Bild. Diese drei Bilder, die da an der Wand hängen. Wenn ich mir vorstellen würde, dieses Zimmer ist eine Tür im Turmuniversum. Dahinter ist das Flitzerdunkel, dahinter sind wieder andere Welten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass quasi diese drei Gemälde jeweils eine Welt zeigen, die eben auch eine Tür zu diesem Zimmer haben. Das würde für mich Sinn machen, weil die Bilder bewegen sich, die Bilder machen Dinge und so, alles gut. Was dann wieder mich irritiert, ist, dass in dem Moment, wo er die Bilder gerade rückt, in der Tür im Zimmer selber was passiert. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mir kommt es hier so gerade Neil Gaiman's Sandman in den Kopf. Da gibt es ja auch die Ewigen, die dann, wenn sie mit ihren Geschwistern Kontakt aufnehmen wollen, gehen sie auch in die Galerie. Und das sind auch diese beweglichen Bilder. Die auch Tore sind. Ich krieg's noch nicht ganz sortiert, meine Gedanken. Aber auf jeden Fall, das mit den Gemälden, das hat was. Das ja, genau, auf jeden Fall. Gut. Habt ihr noch was, worüber ihr hier inhaltlich reden wollt? Ich habe nichts mehr.
symbolisch würde ich hier tatsächlich wieder gehen auf den Aspekt, wie viel schützt dich Wissen? Und wir haben ja hier diesen Punkt zwischen Glaube und Unglaube. Und es kommt ja hier auch der Punkt, in einem verlassenen Haus oder einem alten Burgverlies kann ihnen ihr Unglauben als Schutz dienen. In Zimmer 1408 würde er sie nur verwundbarer machen. Und ich glaube, diese ganze Diskussion zwischen Glauben und Macht, den haben wir ja ganz oft. Den haben wir ja zum Beispiel auch in Brennen muss Salem, als der Callahan sich dem Vampir entgegenstellt und der feststellt, ja, du glaubst nicht dran, dein lustiges Kreuz kann dir halt gar nichts, solange du nicht dran glaubst. Und ich glaube, das ist quasi genau die Kehrseite dieser Medaille hiervon. Darf ich deine zeitliche Abfolge dieser Folge ein bisschen durcheinander bringen? Natürlich. Ich hätte noch eine vielleicht inhaltlich, vielleicht symbolische Frage. Mhm. Was hat es mit diesen Zahlen auf sich? Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass es gar nicht ein Zimmer ist, sondern dass es sich um mehrere handelt, also um, sagen wir mal, 10. Mhm. Weil am Telefon das Zimmer ja quasi immer eine andere Nummer und irgendeine andere Tat in Anführungszeichen nennt. Das habe ich auch nicht verstanden. Okay. Also ja, ich finde das hochinteressant. Ich habe es nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sein. Vielleicht Jonas oder Flo, habt ihr eine Idee? Ich hatte irgendwo was zu den Zahlen gefunden. Ich schau mal, ob ich es nochmal entdecke. Was mir jetzt spontan einfällt, er hatte dieses Ding mit 10 Nächte in 10 Orten oder an 10 Orten. Und dass das halt vielleicht die Zimmer oder die Hotels sind, die er dann nicht mehr erreichen wird. Oder nee, das glaube ich nicht, aber weil die Bücher hat er ja schon fertig, also diese Geschichten, die anderen hat er ja schon fertig. Ja, die anderen, aber das waren ja nicht die Hotelzimmer, nur diese Spielzimmer. Ach so, ja, stimmt, du hast recht, natürlich. Stimmt, unter dem Aspekt, ja. Naja, und ich hätte es halt eher verstanden als so Störfunk. Also, wenn wir sagen, dieses Zimmer ist ein Tor, dann würde ich das halt, wenn wir, ich weiß nicht, ob ich Spoiler oder ob das vorher schon war, zum Beispiel als Susanna durch mit dem Flitzerdunkel zu tun hat und durch ihre Tür geht und so weiter, hört sie zum Beispiel so Nachrichtenfragmente zum Tod von Kennedy und sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Telefon quasi genauso Nachrichtenfragmente sind und Störfunk halt einfach. Dass quasi durch diese Nähe zur Tür, zum Tor, zum Flitzerdunkel, dass wir dadurch immer so Artefakte reinkriegen mit dem Telefon. Möglich. Aber für Artefakte sind sie halt wieder zu kohärent. Also weiß ich nicht. Würde ich mal zur Diskussion stellen, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, wenn euch dazu was einfällt, dürft ihr uns das gerne melden. Wir sind nämlich zu doof dazu. Genau. Ja, was ich sonst noch habe mit den Zahlen, ist aber auch nur das, was auch im Buch erwähnt wird. Also das Zimmer befindet sich ja im 13. Stockwerk, auch wenn es nicht 13. Stockwerk genannt wird, wie in vielen Hotels. Und die Quersumme der Zimmernummer ist ja auch 13. Mhm. Das ist natürlich dann auch in der Symbolik wieder so ein bisschen drin. Genau. Und der erste Gast, der dort Selbstmord begeht, ist an einem 13. Oktober. Das war übrigens kein Freitag. Ich habe nachgeguckt. Es war ein Donnerstag. Okay. Wie sieht's denn hier aus mit Verbindungen zu anderen King-Sachen? Puh. Ja, eigentlich nicht sehr viel. Also die 1408 kommen in der nicht existenten Dark Tower-Verfilmung vor. Ja, die vergessen wir lieber gleich wieder. Und ansonsten ist mir jetzt da nichts aufgefallen, außer, ja, dass es schon öfter über Geisterhäuser und Geistergeschichten so geschrieben hat. Aber gut, das ist halt ein Horror-Trope. Inhaltlich würde mir jetzt noch einfallen, das Ding mit den bewegten Bildern. Weil das haben wir bei Das Bild, das haben wir aber zum Beispiel auch bei Zeitraffer. Ja.
Sonst wüsste ich jetzt nichts. Mhm. Der Mensch, der ihn dann mit dem Eis überkippt, der heißt wieder Dearborn. Gut, wie sieht es denn hier aus mit Verwertungen? Wie gesagt, das unglaublich tolle Hörbuch habe ich euch schon empfohlen. Gibt es noch was anderes? Ja, es gibt einen Film aus dem Jahre 2007 mit dem Titel Zimmer 1804. 1804? 1408, Entschuldigung. Okay. Mit, na, wie heißt er? John Cusack und Samuel L. Jackson als Hotelmanager. Mhm. Ich habe ihn jetzt nicht mehr angeguckt. Ich habe ihn gesehen, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr. Aber tatsächlich sind die Kritiken dafür gar nicht schlecht. Andererseits gefällt er auch King und das ist nie ein gutes Zeichen. Ja, das stimmt. Ich kann mich tatsächlich auch nicht erinnern. Ich habe ihn auch mal gesehen, aber es ist nichts davon hängen geblieben. Also der Drehbuchautor hat dann später auch das Remake von Friedhof der Kuscheltiere geschrieben. Mhm. Aber, tja. Keine Ahnung. Gut. Wie sieht's denn hier aus mit Zitaten? Habt ihr welche? Ich habe eins. Mhm. Im Allgemeinen kommt mit jedem Gast ein Problem durch die Drehtür herein. Okay. Hendrian? Diesmal habe ich auch eins. Man hätte glauben können, das Ding hinter der aufbrechenden Wand habe keine Verwendung für einen brennenden Mann. Vielleicht mochte es nur rohes Fleisch. Und Flo? Das ist keine echte Pflaume, das ist eine Plastikpflaume. Nein, sagte er. Ich glaube nicht an Ghulchen und Gespensterchen und langbeinige Biestchen. Ich find's gut, dass es die alle nicht gibt, denn ich glaube auch nicht, dass es einen lieben Gott gibt, der uns vor ihnen beschützen könnte. Gut, dann bleibt mir nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde sagen, Jonas? Ich hatte echt Spaß an dieser Geschichte. Ich gebe 18 Punkte. Hervorragend. Ich würde mich da tatsächlich gleich anschließen. Nicht ganz 18, aber ich gebe 17 Punkte, weil ich diese Geschichte wirklich, wirklich liebe. Und eben vor allem von dieser klaustrophobischen Atmosphäre und diesem Temperaturempfinden, diesen Synästhesiefaktor, den diese Geschichte hat, so beeindruckt bin. Also von mir 17 Punkte. Hendrian? Weil ich Zahlenreihen so mag, würde ich 16 geben. Okay. Und Flo? Die Geschichte ist zu gut, um nur 15 zu geben. Also für mich auch eins der Highlights der Sammlung. Ich würde mich Dele anschließen und auch 17 geben. Wunderbar. Ich bedanke mich. Und wir kommen zur letzten Geschichte, der Glücksbringer. Ja, der Glücksbringer mit 2G, also mit 3G, na, mit 4G, oh Gott, ist eine Geschichte, die King im Jahr 1995 geschrieben hat. Ursprünglich veröffentlicht im Magazin USA Weekend, ist auch in der Sammlung Six Stories enthalten gewesen und heißt im Original Lucky Quarter, also Lucky auch falsch geschrieben. Mhm. Wie halt im Deutschen auch Glück falsch geschrieben ist. Ja, ist eine kurze Geschichte. Viel mehr habe ich jetzt gar nicht dazu zu sagen. Jonas, worum geht's? Es geht nicht um das Funknetzwerk 4G und auch nicht 5G. Da haben wir Glück gehabt. Darlene findet beim Putzen von Hotelzimmer 322 ein 25-Cent-Stück als Trinkgeld in einem Umschlag sowie einen Zettel mit der Aufschrift: Dieser Quarter bringt Glück. Echt wahr. Sie haben Glück. Zunächst wirft sie ihn, also die Münze, in einen Spielautomaten in ihrer Arbeitsstelle und gewinnt $15. Auf dem Heimweg entschließt sie sich, ins Casino zu gehen und gewinnt dort nach und nach insgesamt fast über $20.000. Nur, dass es lediglich ein Tagtraum war, es gibt zwar die Münze, aber keinen Zettel, auf dem irgendwas draufsteht. Stattdessen gibt sie dann die Münze ihrem Sohn, der damit an eben diesem Spielautomat vom Anfang den Jackpot knackt. Okay, vielen Dank. Ja, was ist hier an dieser Geschichte? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erstens verstehe ich nicht diese Aufteilung in Traum, Tagtraum und dann Realität.
Wie mochtet ihr diesen einen Effekt? Nicht besonders, muss ich zugeben. Ich fand die gesamte Geschichte irgendwie unglaublich flach. Es ist ja sowieso keine Horrorgeschichte, aber sie hatte auch nichts von diesen literarischen Kurzgeschichten, die ja auch öfter in dieser Sammlung auftauchen. Das ist für mich einfach eine merkwürdige Erzählung. Hm. Also, die hat mir so gar nichts gebracht. Ich würde da tatsächlich widersprechen. Ich glaube, flach ist sie nicht. Ich verstehe sie nur nicht. Hm. Also, ich finde, vom Inhalt her liegt sie sich wie ein Schulaufsatz. Also, die hat echt wenig Tiefgang, um zu sagen, sie ist flach. Und ja. Also, was habe ich in meinen Sommerferien getan? So in dem Stil, ja, du hast recht. Hm. Hendrian? Mir hat die Geschichte eigentlich auch nicht wirklich was gebracht. Was ich schön fand, war der Anfang mit der Beschreibung der Lebensverhältnisse quasi, dass ne, sie jeden Groschen umdrehen muss. Aber das war es dann auch schon. Den Rest fand ich sehr, sehr nichtssagend. Na gut, vielleicht rechne ich der Geschichte auch mehr rein, als da ist. Aber was mich irritiert hat, ist, dass in diesem Tagtraum für mich das Ganze wie eine Drohung wirkt. Es ist ja nicht so, als freut sie sich sonderlich, dass sie dieses Geld gewinnt. Sondern sie macht das, um diese 25 Cent oder wie auch immer halt loszuwerden. Und es wird immer mehr und es wird immer mehr und es wird immer mehr statt weniger. Und ich verstehe nicht so ganz, oder anders, ich verstehe schon, was er damit grundsätzlich erstmal sagen will. Aber dann verstehe ich nicht, warum wir das zweite Element reinbringen, nämlich dass das quasi der Traum ist. Oder das Déjà-vu, was wir ja dann in der Realität wieder erleben, als ihr Sohn das Ganze in den Münzschlitz steckt. Wären das zwei getrennte Sachen gewesen und wäre nur das eine oder das andere drin, könnte ich die Metapher verstehen. So verstehe ich sie nicht. Das mit der Drohung kann ich nachvollziehen. Ich habe andererseits immer darauf gewartet, dass wenn sie so viel Glück hat, dass sie endlich mal von einem Bus überfahren wird oder ihren Amboss auf den Kopf fällt. Um das ganze Glück wieder gut zu machen. Mhm. Und dann habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Na super. Ich meine, dieses ganze Ding, mit dem sie träumt das, sie hat diesen Tagtraum und dann ist das alles wieder weg und ihr Sohn macht es dann und sie hat dieses Déjà-vu. Da würde ich jetzt persönlich so ein Armutstrauma reindenken wollen. Weil das ist genau der Punkt. Man ist arm sein ganzes Leben lang, kennt das nicht anders, hat jeden Tag Angst, auf den Kontoauszug zu gucken. Und dann mit einem Schlag ist aus irgendeinem Grund Geld da, aber man traut dem Frieden nicht, selbst wenn er dann kommt. Und das verstehe ich. Das erklärt aber für mich eben auch, warum sie dieses traumartige Gefühl dabei hat, beziehungsweise dieses Déjà-vu-Gefühl. Das verstehe ich, aber ich verstehe nicht dieses Element der Drohung in diesem 25-Cent-Stück. Vielleicht höchstens in der Hinsicht, dass sie ein Schicksal aufgedrückt bekommt und dieses Schicksal nicht mehr loswerden kann. Ja, ich weiß nicht. Mit ganz viel so ziehen und draufhauen, dass man irgendwie eine Symbolik erkennt. Ich glaube, wir machen es uns zu schwer, weil irgendwie ist das gar keine Geschichte. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, was Jonas gesagt hat. Das ist eigentlich nur eine Anekdote. Weißt du noch, wie ich mal $24.000 gewonnen habe und dann war das nur ein Traum und dann habe ich doch gewonnen? Fertig. Mehr ist das gar nicht. Also ja, ich weiß wirklich nicht, ob ich nur zu dumm bin, es zu verstehen oder ob es wirklich so flach ist, wie man im ersten Moment denkt. Aber im Zweifelsfall gehe ich halt immer erstmal davon aus, dass ich zu dumm bin. Wollen wir uns einfach demokratisch darauf einigen, dass King das Buch vollkriegen wollte? Ja, ich würde sagen. Ja. ja, ich finde es auch merkwürdig. Also gerade für King ist das echt eine merkwürdige Geschichte. Die ist sehr fröhlich, sehr lebensbejahend. Nee, lebensbejahend ist sie nicht. Aber sie passt halt nicht so richtig da rein. Ich meine, er hat schon öfter mal so
merkwürdige Kurzgeschichten geschrieben. Also ich denke da an, wie hieß das, der Bettler und der Diamant, diese Parabel. Das wäre auch sowas, ja, mit dem ich gar nichts anfangen konnte. Und hier ist nicht mal dieser Parabelhintergrund dabei. Ich weiß es nicht. Ja, ich denke aber auch für die These mit, er hat es halt einfach nur ohne viel Nachdenken geschrieben. Im Vorwort steht ja auch, er hat das quasi spontan in einem Hotel auf Hotelbriefpapier von Hand geschrieben. Quasi an einem Abend. Ich glaube, da ist wirklich nicht viel Tiefgang, sondern er hat halt einen Chip bekommen, oder halt, er war in einem Hotel, hat einen 2-Dollar-Chip für einen Spielautomaten bekommen und dann ist ihm halt eine Geschichte eingefallen. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich nur das. Ja, und nach mehr klingt das auch nicht für mich. Was ich noch ganz schön finde, ist die Tatsache, dass wir hier wieder die einzelnen Geschichten in der Sammlung sehr schön verknüpft haben. Weil wir haben hier einmal bei Glücksbringer und bei dieses Gefühl, dass man nur auf Französisch ausdrücken kann, dieses Déjà-vu-Gefühl, dieses unnatürliche Gefühl, dass man nicht so richtig festmachen kann an irgendwas. Wir haben aber zum Beispiel auch bei Glücksbringer und bei Der Tod des Jack Hamilton, das in der zweiten Folge war, haben wir wieder diesen Effekt von Glück als Rohstoff, der uns ausgehen kann. Also ich finde schon, die Geschichten untereinander im Gesamtkontext der Sammlung sind wieder miteinander verwoben auf einer gewissen Art. Genauso wie wir dieses Thema mit dem Rauchen ganz oft in dieser Sammlung verwoben haben. Und wir haben auch das Glück bei Mike Enslin mit seinem Glücks-Hawaii-Hemd. Genau. Das ihm dann ja quasi das Leben rettet, indem es ihn verbrennt. Genau, also ich finde, in dem Aspekt passt es in die Sammlung. Aber wahrscheinlich halt auch wirklich nur unter dem Aspekt. Also ich habe tatsächlich beim Lesen gedacht, du hättest diese drei Geschichten aus dem Grund so zusammengewürfelt. Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich die Reihenfolge. Nee, da ist doch eins dazwischen. Ja, das ist, weil wir die raussortieren mussten aus Gründen. Ja, da kommen wir nachher noch dazu. Genau. Das werden unsere nächsten zwei Episoden dann werden. Aber an sich sind wir eigentlich chronologisch. Wir sind nur deshalb nicht chronologisch, weil wir zwei Geschichten einzeln rauspicken mussten. Aber wir haben die Geschichten nicht thematisch sortiert. Okay. Na gut. Habt ihr noch was zu sagen? Nein. Wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen? Nein. Verbindungen würde ich hier auch keine sehen, außer eben, wie schon gesagt, innerhalb der Kurzgeschichtensammlung, die ich schon erwähnt habe, und vielleicht eben auch dieses Armutsproblem, was wir ja zum Beispiel bei Dolores und so weiter auch haben. Aber das sind eine ganz, ganz, ganz dünne und konstruierte Verbindung. Ja, und es ist vielleicht auch so wie das hellere Gegenstück zu Zueignung damals, eine Geschichte, die ich auch nicht mochte. Da hatten wir auch ein Zimmermädchen, das eben dann nicht so wirklich Glück hatte. Ja, stimmt, du hast recht. Gut, dann bitte ich euch um eure Zitate, wenn ihr welche habt. Ich habe es, und zwar ist das ein wahres Zeugnis von Geschwisterliebe. Wahrscheinlich ist er tot, bevor er 16 ist, sagte sie. Vermutlich der einzige Fall von spontanem AIDS in der Weltgeschichte. Ich habe, wenn man darüber nicht lachen konnte, was konnte man dann tun? Eine Pistole auftreiben und sich erschießen? Ich habe nichts. Okay, Hendrian? Ich schließe mich meinem Vorredner an. Okay. Dann kann ich euch jetzt, glaube ich, nur noch um eure Bewertungen bitten. Ich würde mal anfangen und ich muss sagen, wie gesagt, ich glaube immer noch, da ist mehr dran, als ich sehe, aber ich muss euch leider recht geben. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, deswegen gebe ich 7 von 19 Punkten. Sie tut nicht weh, aber ich verstehe sie nicht. Hendrian? 5. Mehr kriege ich nicht raus. Jonas? Ja, die war ganz nett zu lesen, aber das war's halt auch. Ich gebe 10 Punkte. Und Flo, du hast das letzte Wort. Ja, das ist leider kein positives. Also
ich mochte die Atmosphäre der Geschichte irgendwie nicht. Nicht, dass ich was gegen positive Geschichten habe, aber die hat mich einfach nicht gepackt. Ich gebe 4 Punkte. Okay. Dann sind wir auch mit diesen Geschichten wieder durch. Ich bedanke mich ganz sehr bei dir, lieber Hendrion. Sehr gerne. Selbstverständlich auch bei dir, lieber Jonas. Immer wieder gerne. Und natürlich auch bei dir, Flo. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Und da wir es ja eben schon hatten, ja, wir haben 2 Episoden aus der Reihenfolge, 2 Geschichten aus der Reihenfolge rausgenommen, aus Gründen. Das werden unsere nächsten beiden Episoden sein. Das eine ist Achterbahn. Das ist eine Geschichte, die als eigenständige Novelle auch veröffentlicht wurde. Und das letzte ist auch eher Novellenlänge, die kleinen Schwestern von Illuria. Und die werden uns ja zu dem großen Abschluss des Dunklen Turms leiten. Oh ja, ich bin schon voll gespannt. Das wird super. Gut, in diesem Sinne, wenn ihr mit uns podcasten wollt oder auch generell mit uns Kontakt aufnehmen, könnt ihr das tun. Wir haben einen obligatorischen Twitter-Account. Ihr könnt uns anschreiben, ihr könnt sagen, hier, ihr habt da Blödsinn erzählt oder hier, ich habe eine Theorie zu den Zahlen oder hey, ich würde gerne mit euch über Bücher reden. Wenn ihr mit uns über Bücher reden wollt, ist das überhaupt kein Thema, ihr könnt das gerne tun. Guckt einfach in unsere Leseliste, welche Bücher noch nicht besprochen worden sind und meldet euch. Das ist überhaupt kein Problem, wir können auch mit mehreren Personen senden. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht nur ein Mikrofon, Headset und so weiter. Und Teamspeak, damit wir mit euch aufnehmen können. Wenn ihr die Bücher nicht habt, mit denen ihr, über die ihr mit uns reden wollt, ist das auch kein Problem, dann sagt uns rechtzeitig Bescheid. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Und ansonsten hören wir uns dann wieder mit den letzten beiden verbleibenden Folgen zu Kabinett des Todes. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Tschüss! Ciao. Ciao. Tschüss.